Was wäre, wenn es eine Heizung gäbe, in der die Zukunft schon eingebaut ist? Entdecken Sie Heizsysteme mit Zukunft. Solide, modular, vernetzt. Budehaus. Heute Abend sind wir zu Gast im König von Preußen und etwas ganz, ganz Besonderes. Ein Männerchor, der im Hintergrund sieht und der Eddie steht bei mir. Ja, hast du auch nicht jeden Tag bei dir im Laden? Nee, das ist ja aber schon trotzdem ein liebgewonnenes Ritual zum Adventstürchen hier in der Lennepe Altstadt, dass wir einen Männerchor einladen, der eben hier das Adventstürchen bestreitet. Mittlerweile zum dritten Mal. Was ganz, ganz Besonderes und Christoph Fenten bei mir vom Männerchor. Schönen guten Abend erstmal. Guten Abend. Für Sie natürlich auch was Besonderes in so einer kleinen Örtlichkeit dann wie beim König von Preußen zu singen. Genau, es ist immer eine Herausforderung, in so einer kleinen Örtlichkeit zu singen. Meistens stehen wir auf einer Bühne oder singen in einer Kirche. Aber es ist immer wieder toll. Also es ist eine tolle Erfahrung, eine sehr schöne Einrichtung. Und wie ist das Männerchor? Ich sehe, die Herren sind ja ein bisschen älter. Ist es schwierig heutzutage, eigentlich jüngere Menschen dazu zu bewegen, im Männerchor mitzumachen? Also es ist sehr, sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Wir sind froh, dass wir hier und da jüngere Sänger dabei haben, aber Sie haben recht, in der Tat ist es so, dass der Durchschnitt schon etwas zu hoch ist für unser Gefühl. Und es ist leider schwierig, junge Leute zum Singen zu begeistern. Aber Weihnachten ist ja dann was ganz Besonderes, glaube ich. Da gibt es doch bestimmt den einen oder anderen Auftritt oder auch die Veranstaltung, wo man dann gerne auftritt, oder? Ja, das ist schon so, aber ich sag mal, Weihnachten ist ja immer auch klassisch und in der Regel auch klassische Stücke, klassische Lieder. Und das ist eben sehr schwierig, junge Leute da auch zu begeistern. Das ist halt so. Und wir versuchen immer mal auch mit modernen Stücken da so ein bisschen gegenzusteuern. Aber es ist unglaublich schwierig, da für den klassischen Männerchor gerade Menschen zu begeistern. Wenn sich der ein oder andere, der sich den Bericht gerade anguckt, interessiert, vielleicht mal zur Probe zu kommen, wie könnte er das machen? Er könnte das machen, indem er sich entweder auf unserer Internetseite www.mgv-niegedacht.de informiert. Wir proben donnerstags ab 19 Uhr in der, im Lokal Hastberger Mühle in Hastberg. Das ist zwischen Lüttringhausen und Herbringhausen gelegen. Und da kann eigentlich gerne jeder Interessierte mal vorbeikommen, donnerstags ab 19 Uhr. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Der Name Nie gedacht, ist ja, ist der aus Spaß entstanden oder hat den einer ernst gemeint? Der ist in der Tat ernst gemeint. Als der Verein gegründet wurde, 1896, da hatten sich 15 sangesfreudige Menschen aus Herbringhausen getroffen und haben sich überlegt, wir könnten ja mal zusammen was singen. Und sie hätten aber eben nie gedacht, dass daraus ein Gesangverein entsteht. Eine tolle Geschichte. Oh ja, und man hört, den Leuten gefällt es. Vielen, vielen Dank für dieses Interview. Danke, Eddie, dass wir dabei sein durften. Also, was ganz, ganz Besonderes, kurz vor Weihnachten, ein Männerchor hier bei König von Preußen.